Herr Scharafin, wo lag bisher das Innovationspotenzial für Medizingerätehersteller? Nun, Herr Reiter, etwas despektierlich war das im Bereich höher, schneller, weiter anzusehen. Ich selbst komme aus der medizinischen Bildgebung, habe lange Jahre medizinische Bildgebung verkauft und dort war die Innovation schlicht und ergreifend in der Verbesserung der Bildqualität, verbesserte Auflösung, höhere Sensitivität. Das war tatsächlich der maßgebliche Treiber doch recht kurzer Innovationszyklen. Und welchen Mehrwert sehen Sie im Vergleich in datengetriebenen Ansätzen? Nun, das hat uns tatsächlich die Industrie 4.0 eindrücklich gezeigt. Und ich beschäftige mich aktuell mit der Übersetzung der Paradigmen Industrie 4.0 in die Gesundheitsversorgung 4.0. Und dort ist der Vorzeige der Vorzeige-Use-Case, möchte ich fast schon sagen, die Predictive Maintenance, also die vorausschauende Wartung. Dort gibt es in dem Moment, wo man sie in das Gesundheitswesen übersetzt, einen recht vielversprechenden Mehrwert zu verzeichnen. Denn wenn Sie sich vorausschauende Wartung oder Predictive Maintenance anschauen, basieren die Daten, die zu einer Handlungsempfehlung in der Zukunft führen, basieren doch in der Vergangenheit, in modernen Systemen eventuell auch auf Sensordaten, heißt ein Ist-Zustand und die vergangene Nutzung des entsprechenden Equipments, des medizinischen Equipments, führt zu einer Handlungsempfehlung, die in der Zukunft liegt. Im Krankenhausumfeld, wo wir es allerdings mit immobilen medizinischem Equipment wie CTs, MRTs, Linearbeschleunigern zu tun haben, haben wir zusätzlich zu der vergangenen Nutzung, dem Ist-Zustand der Maschine, auch die Information darüber, wie das betreffende Medizinprodukt dezidiert und detailliert in der Zukunft benutzt werden wird und dementsprechend auch beansprucht werden wird. Wer profitiert hiervon? Nun, alle. Es kommt zu einer Optimierung der Downtime. Es wird sichergestellt, dass das Medizinprodukt einwandfrei funktioniert, auch in der Zukunft. Alle profitieren davon. Der Medizintechnikanbieter, der benutzende Arzt, das Krankenhaus, der am Ende des Tages der Patient. Wo sehen Sie die Voraussetzungen auf der Datenseite? Man braucht dafür eines. Man braucht saubere, bereinigte Daten. Wir bei Intersystems nennen sie Healthy Data, also bereinigte Daten, deduplizierte Daten, natürlich auf Basis international anerkannter Standards und Protokolle. Mit unserer Datenintegrations- und Datenmanagement-Plattform Iris for Health können wir dem Entwickler in der Medizintechnik, aber auch dem Entwickler von Value-Added Services ein Instrument zur Verfügung stellen, um an diese sauberen, bereinigten, gesunden Daten zu kommen.